Ja, ein herzliches Willkommen zurück zu diesem Szenario. Wir stehen immer noch mit unserer S2 hier in Delitzsch und auf dem Weg nach Leipzig-Connewitz. Haben jetzt gerade unseren Halt hier in Delitzsch beendet. Müssen jetzt noch ein wenig warten, weil wir doch ein wenig zu früh sind. Ist ja auch mal ganz schönes. Es ist nach wie vor die 182-002-6, unsere Zuglok. Hinten dran die S-Bahn, also die Doppelstockbahn, auch Dostos genannt. Ja, wir hatten am Anfang des Videos, beziehungsweise am Anfang des Szenarios, ein wenig Probleme mit der Türöffnung. Bis ich dann herausgefunden habe, dass ich das doch ein wenig umständlich gestalten muss. Aber so ist das halt. Naja, wir sind jetzt, wie gesagt, auf dem Weg nach Leipzig-Connewitz. Haben jetzt schon ein paar Haltestellen angefahren, haben jetzt noch vor uns, beziehungsweise waren es in Petersoder, nicht Delitzsch, waren in Petersoder, fahren jetzt nach Delitzsch, dann Schottau, Rackwitz, Leipzig-Messe, Leipzig-Nord, Leipzig-Hauptbahnhof, Leipzig-Markt, Leipzig-Wilhelm-Leuschner Platz, Leipzig-Bayerischer Bahnhof, Leipzig-MDR und Leipzig-Connewitz. So, sollen jetzt in 10 Sekunden weiterfahren. Das heißt, ich werde mir hier schon mal den Knopf der Tür in Sicht nehmen. So, wir müssen nämlich immer so die Türen verriegeln und auch so die Türen öffnen. Weil ansonsten funktioniert das nicht. Es ist ein wenig umständlich, wie ich finde. Aber sei es drum. So, den machen wir erstmal wieder auf neutral. Ja, der nächste Bahnhof kann ja links sein. So, dass wir die Türen links öffnen müssen. So, wir dürfen weiterhin 160 fahren. Kommt einem gar nicht so vor wie 160, muss ich ehrlich sagen. Also so, 58 sollen wir da sein. Das sollten wir eigentlich schaffen. Langsam geht dann auch die Sonne richtig auf. Wunderschön. Es ist übrigens kein Szenario so an sich, sondern es ist ein Fahrplanszenario, was ich hier fahre. Und diesem Zug oder mit dieser Lok gibt es nur Szenarien im Fahrplanmodus, die über eine Stunde gehen. Also 70 Minuten, um genau zu sein.
Also entweder man fährt von Leipzig-Könnewitz zurück nach wo wir hergekommen sind. Oder man fährt halt nach Konnewitz. So, zack. So, das haben wir schon mal alles erledigt. Das heißt, wir brauchen gleich nur noch die Türen schließen und uns dann weiter auf den Weg Richtung Leipzig machen. Nach Delitzsch müsste dann Zschortau kommen, oder? Ich glaube erst Rackwitz, dann Zschortau und dann Leipzig. Dann fahren wir schon in Leipzig ein. Leipzig Messe, Leipzig Hauptbahnhof und so weiter. So. So, jetzt sind wir anscheinend doch so weit, dass wir es pünktlich schaffen. Am Anfang haben wir ein bisschen hinterhergegangen. Jetzt sind wir deutlich früher als geplant. Das ist aber gar nicht weiter schlimm. Besser zu früh als zu spät. Jedenfalls meine Meinung. Das ist bei der Bahn ja auch nicht unbedingt selbstverständlich. Die 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und bitte. Nächste Station, Zschortau. Dann doch erst Zschortau, dann Rackwitz. Okay. Weiterhin 160. Prozent Steigung. Schon ordentlich. Welle. Thank you.
So, das ist vor schon in Schottau. So, danach müsste aber dann Rackwitz kommen. Ja, Rackwitz bei Leipzig, Leipzig Messe, Leipzig Nord, Leipzig Hauptbahnhof. Leipzig Markt, Leipzig Wilhelm Leuschner, Leipzig Bayerischer Platz, MDR und Connewitz. Also, wir fahren als nächstes jetzt schon in Leipzig ein. So, wir dürfen wieder mal warten. Wunderbar, wunderschön. Da bin ich ja dann echt mal auf die Auswertung gespannt, ob ich da wirklich Gold bekomme, weil ich am Anfang so derbe unpünktlich war. Punktemäßig kann man ja auf jeden Fall ordentlich was holen. Bin jetzt schon bei 13.000. Ich bin längst noch nicht da. Die Windräder drehen sich nicht. Ist das jetzt ein Vorteil oder nicht? Dachte, das geht noch höher, aber dem ist dann wohl nicht so.
So, und somit fahren wir dann auch schon in den Leipziger Raum ein. Aber so richtig hell wird das irgendwie noch nicht, ne? Ist irgendwie immer noch so ein bisschen dunkel, wenn man das so sagen kann. So richtig kommt die Sonne noch nicht zur Geltung. So, auch hier werden wir wieder warten müssen, weil wir überpünktlich sind. Wie gesagt, mir fehlen im TSW wirklich noch die Ansagen. Also das wäre wirklich etwas, wo DTG sich noch was einfallen lassen könnte. Dass man irgendwie in den Szenarien noch Ansagen einbaut. Das würde dem ganzen Realismus noch die Krone aufsetzen, finde ich. Und wie gesagt, von Köln nach Essen, das wäre es auch. Über Düsseldorf, Duisburg. Das wäre schon eine sehr geile Streckenerweiterung, finde ich. So, wir haben noch eine Minute zu stehen. Da ist die Sonne aber so richtig, kommt es auch noch nicht zum Vorschein hier. Ist noch ein bisschen diesig, dunkel. Aber vielleicht kommt das ja noch. Übrigens, wunderschöne Gegend, stelle ich mir gerade mal so fest. Bremsen lösen hier. Kann ich eigentlich auch nicht verriegeln? Also kann ich es auch machen. Machen wir es einfach mal so. Habe ich nicht gerade irgendwie rechts verriegeln gedrückt? Es ist doch zum Mäusekotzen. Entschuldigung, es ist wirklich zum Mäusekotzen. So, nächste Station, Leipzig Messe.
Also es geht anscheinend wirklich nur mittels diesen Knopf, dessen oder diesen Knopf ist da, dass sieht man die Türen schließt. Es ist noch nicht mal möglich, mittels der Tab-Taste irgendwie was auszulösen. Das ist wirklich blöde, muss ich wirklich sagen. So, Leipzig Messe. Steht ja auch ein Rapid, beziehungsweise ein Hamsterback hier. Hamsterback, back, back, ja. So. Leipzig Nord, Leipzig Hauptbahnhof, Leipzig Markt, Leipzig Connewitz. Warten Sie bis 6:11:30 Sekunden. So, und wie gesagt, bin gespannt, wie es im Hauptbahnhof aussieht, wie wir dann weiterfahren. Da bin ich echt gespannt.
So, ich glaube, wir brauchen gar nicht schneller werden als 120. Schon mal langsam runterbremsen hier auf 100, dann auch gleich 90. Weckt schon Grünzeug auf den Gleisen. Habt das gesehen gerade? Das noch annimmt. So, und als nächstes kommt dann Leipzig Hauptbahnhof. So, wir werden wahrscheinlich wieder noch 30 Sekunden warten dürfen müssen sollen. Was sagt? Nächste Station, Leipzig Hauptbahnhof Tief. Okay, das beantwortet die Frage. Wir werden also nicht in den Kopfbahnhof einfahren, sondern in den Tunnel. Hätte ich mir eigentlich auch denken können. Das andere würde auch irgendwie keinen Sinn machen. Sonst wäre es ja auch in der Beschreibung irgendwie eingetragen gewesen, dass wir den Führerstand wechseln müssen und. So, 80.
So, und da geht's in den Tunnel rein. Prozent Steigung. Junge Gefälle, junge Maria. Nicht so schnell, Leute, ihr habt Zeit. Ich bin überpünktlich. Ich stehe sowieso noch 2 Minuten. Nicht sogar 2 Minuten 30. So, Türgastwald, Walsche, Bell. Ach, ist richtig. Und zack. Sag's jetzt nochmal. Fahrgasttürwähler. Mein Gott. Also anhand der Menge der Fahrgäste, die da alle runterkommen, würde ich sagen, es ist ein stinknormaler Wochentag und die sind alle auf dem Weg zur Arbeit. Von der Uhrzeit her wird es ja passen, alle müssen ins Büro, so wie die angezogen sind. Ja. Da kommt noch ein Nachzügler. Jetzt sind sie eingeschlafen, ja, sie konnten sich nicht entscheiden, wer zuerst Platz macht. Da kriegt er noch eine ganze Menge. Ja, Hauptbahnhof, da ist der Andrang immer sehr, sehr groß. Ich sehe schon. Wahnsinn, was da runterkommt. An die, die in Leipzig wohnen oder um Leipzig herum, ist das wirklich morgens so? Fahrt ihr zufällig, pendelt ihr mit der S-Bahn zur Arbeit? Schreibt es gerne in die Kommentare. Alle die, die aus Leipzig kommen, bringt mich mal auf Stand, wie morgens der Verkehr ist, so der Andrang an Fahrgästen. Ob das wirklich so ist oder ob das hier ein wenig übertrieben dargestellt ist. Könnt euch gerne in den Kommentaren austauschen. Würde mich sehr, sehr freuen. Nächste Station Leipzig Markt.
Eieieiei. So. Sieht noch ein Tür, Fahrgasttürweller. Tatsächlich. Aber wozu? Macht das dann der Beifahrer? Oder wozu ist das da? Klärt mich bitte auf. Das würde mich jetzt mal interessieren. Leipzig-Wilhelm-Leuschner-Platz. Das sind jetzt natürlich extrem kurze Stationen, beziehungsweise kurze Wege. So, viel mehr dürfte ja bald nicht mehr kommen. Bayerischer Bahnhof und MDR. Dann sind wir schon in Connewitz. Wunderbar. Eine lange, lange Fahrt, aber am Ende hin hat es dann doch einigermaßen gelohnt. Wir sind pünktlich. Das mit der Tür haben wir in den Griff bekommen, beziehungsweise mit der Türöffnung, wo ich am Anfang meine Probleme hatte. Ich finde es nach wie vor sehr umständlich. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren. Ich finde es für meine Begriffe sehr, sehr umständlich. Aber das ist auch wiederum Geschmackssache. So. Nächste Station, Bayerischer Bahnhof, 626 auf Gleis 1. Auf jeden Fall kann man in solchen Szenarien, die etwas über eine Stunde gehen, ordentlich Punkte sammeln, wie ihr seht. Über 20.000. Wir sind noch nicht da. Na, ihr lauft hinter der weißen Linie. Ich glaube, ich spinne. Ich hätte normalerweise hornen müssen. Na, Beeilung. Diesmal bleibe ich nicht so lange stehen.
denke, diesmal wird es genau ausgehen mit der Zeit. So, wer jetzt noch kommt, hat verloren. Ich bin weg. Nächste Station, MDR. So, und damit verlassen wir den Tunnelbereich auch schon wieder. Leistung muss ich aufschalten, sonst bleibe ich gleich stehen. So, vorletzte Station. Wieder mal überpünktlich. Warten Sie bis 6:30 Uhr. Gut, tun wir das. Ach ja, noch eine Minute. Eigentlich das Fenster los, ja, oder? Wunderbar, lassen wir das doch einfach mal so. So, dann fahren wir gleich noch gute 3 Minuten bis Leipzig-Connewitz, unsere Endstation für dieses Szenario. Ich finde. Zum Gott, zum Glück, weil es ist doch schon ein sehr, sehr langes Szenario, muss ich wirklich sagen. 70 Minuten, wie gesagt. Und ein kürzeres gibt es nicht mit dieser Lok, auf dieser Strecke, im Fahrplanmodus. Also die sind alle so an die 70 Minuten lang. So, noch 10. Thank you.
Auf geht's. Nächste Station Leipzig-Konnewitz. Ich hab schon eine Hamsterbacke. So, dann wollen wir ein bisschen langsamer werden. Das rote Signal ist unmittelbar hinterm Zielpunkt. Das heißt, da muss man mit sehr viel Fingerspitzengefühl an den Bahnsteig heranfahren. Bloß nicht zu schnell und zu weit, weil sonst ist das Szenario in den letzten Sekunden vor Ende noch beendet. Und zwar nicht so, wie ich es möchte. Ich weiß, wir fahren immer ein bisschen langsamer. Die ganze Sache heran. Besser ist. So, das heißt, wir schieben das Ganze mal nach drüben, öffnen die Türen und dann war's das mit diesem Szenario und diesem Video, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Ich glaube, viel mehr passiert jetzt nicht. Sei denn, es könnte natürlich sein, dass wir die Tür noch schließen müssen, aber ich glaube, es endet hier. Ja, so ist es. So, dann schauen wir mal auf die Auswertung. Gold, alles andere hätte mich jetzt auch stark überrascht. Ja, das war's mit diesem Szenario und diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir so lala. Das Szenario an sich ist vielleicht ganz schön. Es war eine lange, lange Fahrt. Wie gesagt, 70 Minuten. Eine schöne Lok, ein schöner Zug insgesamt. Eine schöne Strecke. Was ich allerdings negativ bewerten muss, ist das mit der Türautomatik da. Das hätte ich mir ein wenig einfacher gewünscht. So ist es mir doch ein wenig kompliziert gewesen. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht. Ihr könnt euch gerne austauschen in den Kommentaren. Könnt gerne eure Meinung dazu schreiben. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst den Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Bleibt sauber, bleibt mir treu. Passt auf euch auf. Ich wünsche euch ein schönes, sonniges Wochenende. Cremt euch ein. Seid nicht zu lange in der Sonne. Ihr wisst, das ist nicht gut. Ja, was soll ich noch sagen? Ihr hört mich dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer der Danny Spieters. Macht's gut. Bye. Bye.